Energieträger der Zukunft, und das ist ja nicht so einfach, insbesondere im Mobilitätssektor, gibt es ja viele Alternativen. Wir sind der Meinung, dass der Wasserstoff die richtige Alternative ist. Emissionsfreie und saubere Städte für alle Bürger. Und wir werden heute den Produktionsstart von den wasserstoffangetriebenen E-Fahrzeugen feiern. Mit diesem Schritt, deswegen haben wir hier auch ein blaues Band in den Firmenfarben, die wir uns aufgehängt, kommen wir diesem Ziel ein ganzes Stück näher. Mit diesem Hintergrund freue ich mich darüber, dass ich jetzt ein Unternehmen besuche, dass in dieser Zeit, wo soll man die Probleme und Herausforderungen sich gerade zu türmen, einen Schritt nach vorne machen. Dass die Kommunalfahrzeuge nicht nur hochkomplexe Fahrzeuge sind, die zwingend notwendig sind für ein funktionierendes Gemeinwesen, sondern natürlich auch in der Summe ein wirklich interessanter Markt sind. Das soll niemand unterschätzen, was da passiert.